Deutsche Schauspielerin Ingrid Steeger starb am 23. Dezember im Alter von 76 Jahren. Bekannt wurde Steeger durch ihre Auftritte in der TV-Show Klimbim. Von 1966 bis 2006 stand sie in 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Deutscher Sänger und Moderator Gunther Emmerlich starb am 19. Dezember im Alter von 79 Jahren. Die offizielle Todesursache sei Herzversagen. 1972 engagierte ihn das Nachwuchsstudio der Dresdner Oper, kurz darauf wurde er ins Ensemble übernommen. Im Fernsehen der DDR wurde Emmerlich als Gastgeber der Sendung Schokolade bekannt. Auch nach der Wende trat er als Moderator und Gast zahlreicher deutscher Unterhaltungssendungen auf. 1990 bekam Emmerlich den Bambi und 1997 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz S gezeichnet. Deutscher Schauspieler, Moderator und Sänger Rüdiger Wolf starb am 14. Dezember im Alter von 70 Jahren. Insbesondere als Moderator der aktuellen Schaubühne im NDR und als Schauspieler beim Großstadtrevier oder im Tatort feierte er Erfolge. Deutscher Laienschauspieler Alfio de Benedictis, auch bekannt als Fernando de la Vega, ist überraschend gestorben. Die genaue Todesursache sowie das Alter des verstorbenen Schauspielers sind bisher unklar. Alfio verkörperte viele Jahre die Rolle des Fabrizio bei Berlin Tag und Nacht. Deutscher Journalist und Fernsehintendant Dieter Stolte starb am 10. Dezember im Alter von 89 Jahren. Stolte stand von 1982 bis 2002 an der Spitze des zweiten deutschen Fernsehens. Dieter Stolte hat das ZDF zu einem modernen, wettbewerbsfähigen Medienunternehmen aufgebaut. Deutscher Ruderer Peter Michael Kolbe starb am 8. Dezember im Alter von 70 Jahren. Er war einer der erfolgreichsten Ruderer Deutschlands. Er wurde Welt- und Europameister und holte 13 internationale Medaillen in 15 Jahren. Deutsch-sorbischer Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Lorenz starb am 7. Dezember im Alter von 84 Jahren. Deutscher Filmeditor Peter R. Adam starb am 4. Dezember im Alter von 66 Jahren. Die Liste seiner Arbeiten umfasst über 50 Titel und liest sich wie eine Hitparade der erfolgreichsten deutschen Filme. Deutscher Politiker und Kaufmann Bernd Siebert starb am 16. Dezember im Alter von 74 Jahren. 1994 zog er in den Bundestag ein, dem er mit Unterbrechungen bis 2021 immer wieder angehörte. Deutsche Historikerin Rebecca Habermas starb am 21. Dezember im Alter von 64 Jahren. Deutscher Jurist und Politiker Wolfgang Wieland starb am 5. Dezember im Alter von 75 Jahren. Er war Gründungsmitglied der Berliner Grünen. Deutscher Motorradrennfahrer und Unternehmer Clemens Driesch starb am 9. Dezember im Alter von 67 Jahren. Deutscher Fußballspieler Ferdinand Keller starb am 11. Dezember im Alter von 77 Jahren. In 125 Ligaspielen erzielte der Angreifer 57 Tore in der ersten Bundesliga. Deutscher Bürgerrechtler, Umweltschützer und Politiker Carlo Jordan starb am 13. Dezember im Alter von 72 Jahren. Deutsche Gewerkschafterin Sibylle Stamm starb am 14. Dezember im Alter von 78 Jahren. Deutscher Jurist und Gewerkschafter Detlef Henschke starb am 13. Dezember im Alter von 85 Jahren. Deutscher Jazzmusiker Rainer Hartmann starb am 8. Dezember im Alter von 65 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.